Au. Oh. Gegain sieht. Er hat striktes Denken auf sich gewirkt. Wie kann ich helfen? Gegain ist tot. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, Belisarius sollten wir jetzt erst einmal meiden. Das sollten wir nämlich auch hier machen, wenn wir sie schon dann Safana haben. Dass sie auch Erfahrungspunkte davor kriegt. So, damit Geld. Juhu. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also, weiter geht's. Das finde ich immer komisch. Manchmal nimmt er den Knopf nicht richtig. Das wird kein schneller Tod. So, die Skelette. Oh, diesmal hatten sie Wurfwaffen dabei. Also ja, den Bereich da oben müssen wir meiden. So einen Hobgoblin. Das wird kein schneller Tod. Oh, Edelsteinchen. Was sind nun schon wieder noch ein Hobgoblin? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Oder vielleicht rostigen Tod. Geld, Edelsteinchen. Oh, nehmen wir Pfeile auch mal mit wieder. Pfeile für Immun. Edelsteinchen zur Nähre. Ja gut. Pfeile hätten wir genug. Also ja, das da drüben meiden wir. Alles andere können wir uns hier angucken. Oh, Hobgoblins. Ergebt euch oder ihr werdet sterben. Ihr habt die Wahl. Wenn Scheiße schnell zackel, wartet nicht gern auf Stadtmenschen, die schwer vom Begriff sind. Seid so sterben, ihr halbstlichen Hobgoblins. Wir umgeben uns ja schon, hört. Einfach auf, uns mit diesen Schwertern zu bewohnen, ist allen geholfen. Was genau wollt ihr eigentlich? Zerga will all euer Geld. Gebt Zerga euer Geld und er wird euch am Leben lassen. Ihr macht wohl Witze, unser Geld ist uns sehr wichtig. Wenn wir es jedem übel riechenden Hobgoblin geben, der zu völlig vor Geil kommt, nun, wir würden es im Leben nicht weit bringen, oder? Ihr durchschnittlichen Stadtmenschen, ihr werdet qualvoll sterben. Hier ist Zargal der Stärkste. Gatlik, Malax und Zargal. Ah!
So viel zu sagen, Alter. Ja. Geld, Edelsteinchen, Halskette, oh. Rotschwert. Geld. Kompositlangbogen, den kann Imoen leider nicht benutzen, aber Halskette. Das pfeifende Schwert. Hm. Okay, sie hat die Vision nicht lernen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. So, ein düster Schrecken. Das sind eigentlich die stärksten Hunde, die ich kenne. Auch wenn ich persönlich nicht so viele Ghule kenne, muss ich zugeben. Hahaha. Ha, ha. Das wird kein schneller Tod. Warum müssen Wölfe nur so aggressiv sein? Spiel jedenfalls. Wölfe sind normalerweise scheue Tiere. Wenn sie so eine große Gruppe an Menschen sehen, dann sollten sie eigentlich Reis ausnehmen. Außer sie sind total abgehungert. Vor allem, wenn sie Dorn sehen, sollten sie eigentlich erst recht Reis ausnehmen. Bei Dorn sieht nicht gerade freundlich aus. Also ja, eigentlich sollte ich jetzt zum Leuchtturm marschieren. Bei diesem Bereich haben wir jetzt auch aufgedeckt. Ich habe einen leichten Vorsprung dann vor Safana. Wie sieht es mit den anderen aus? Ja. Dorn hängt halt schon ein gutes Stück hinterher. Während Visiona... Iconia... Während Viconia ich finde aber halt der Name Visiona de Vir passt besser als Viconia de Vir. War ja ihr Nachname. Es steht aber leider nicht hier dabei. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Außerdem haben normalerweise Dunkelelfen immer sehr interessant auszusprechende Namen. Ihr braucht nur zu fragen. So, Imoen. Wir werden dich erstmal wieder um Zeug ärmer machen. Lasst sie uns ordentlich
Das wäre kein schneller Tod. Wir werden ihn erhalten. Geld, Ring. Ring. Ich muss mich ausruhen. So. Sobald wir Safana haben. Oh, Schreckenswölfe. Was für extra Schaden macht gegen mit dem Ding eigentlich? Ah, Kälte. So, wie ihr wünscht. So, hier wäre Safana. Gut, wir rasten einmal kurz, bevor wir sie... Schon komisch. Manchmal verdränge ich, dass die roten Magier hinter mir her sind, um mein Gehirn zu sezieren. Und dann wird mir bewusst, dass jetzt die beste Zeit meines Lebens ist. Es freut mich, das zu hören, Nera. Wenn es eure Vorstellung von Spaß ist, selbstlose Kämpfe auszufechten und Leichen zu plündern, kann ich das nachvollziehen. Natürlich, immerhin seid ihr bei mir. Das ist fantastisch. Und jetzt bereitet mir eine Brotzeit. Nehmen wir mal die zwei. Blut und Plünderung kommen bei einigen Mädels sicher gut an. Aber für mich spielt es eigentlich eine größere Rolle, dass es jeden Tag so gut wie unmöglich ist, vorherzusehen, was geschehen wird. So ist unsere Arbeit eben. Das liebe ich am meisten. Ich hasse vorhersehbaren Alltagstrott. Andererseits, wenn man weiß, was kommen wird, kann man sich darauf vorbereiten. Nehmen wir mal das. Wo bleibt da der Spaß? Wenn ihr die Zukunft sehen wollt, könnt ihr genauso gut eine Kristallkugel kaufen und zum Zirkus gehen. Oh. Haltet ein. Ich möchte mit euch reden. Worum geht es? Um meinen Rachefeldzug. Ich habe einen Hinweis auf einen meiner früheren Gefährten, die Nekromantin Kryll. Sie wurde zuletzt östlich der Naschkelmine gesehen, aber ich weiß nichts Genaueres. Ich fand eine Frau, die mehr zu wissen schien, aber sie hat nicht gut auf meine Befragung reagiert. Mit der haben wir eigentlich schon gesprochen. Wo ist sie jetzt? Tares, so ihr Name, ist irgendwo in Naschkel. Sie suchte nach ihrem Gatten oder sowas in der Richtung. Ich merke mir solche Nebensächlichkeiten nicht. Ich werde sie mir im Hinterkopf behalten. Jetzt war das Selbstvertrauen gewachsen, seit wir reisen. Pfeff war sie... Ah ja. Neras Selbstvertrauen ist gewachsen, seit wir gemeinsam reisen. Vielleicht war die Aussicht, Teil einer Gruppe zu sein, alles, was sie brauchte. Vielleicht spricht sie aber auf eine ganz bestimmte Person an. Dorn schlug vor, dass ich mit Tares in Naschkel spreche. Da sie etwas über den Aufenthaltsort von Kryll, seinem nächsten Ziel, zu wissen scheint. Dorns Rausbenehmen hat die Frau so sehr verängstigt, dass aus ihr keine nützliche Information mehr herauszuholen waren. Eine sanftere Handlungsweise könnte mehr Erfolg zeigen. So, hi Safana. Ich suche nach starken Männern wie euch. Ich habe ein Problem, das ich nur mit eurer Hilfe lösen kann. Nö, wir fallen nicht auf die Dame im Blut ein. Rein. Ja, mein Schatz. Habt ihr vielleicht Lust, auf die Suche nach einem großen Schatz zu gehen? Der schwarze Alaric hat einen Schatz irgendwo westlich von hier an der Küste versteckt. Kommt mit mir, das wird ein Spaß. Klar, schließt euch mir an. Bye-bye, Imuln. Was wollt ihr? Einfach so, aber wir sind doch Freunde und so. Wir sind doch schon seit langem Freunde. Na dann, wart nicht mal, bis ihr mich wieder braucht. Das wirst du nämlich, jawohl, wart's nur ab. Für euch tue ich alles. So, sie hat 8000 Erfahrungspunkte, wie ich gehofft habe. Das sind
Ja, müsste sie auf Stufe 4 bringen. Auch wenn sie so komische Geräusche macht. Stufenerhöhung. Oh, ein Fertigkeitspunkt.